Der baden-württembergische Tourismusminister Guido Wolf hat gemeinsam mit Landrat Joachim Walter und Regierungspräsident Klaus Tappeser am Sonntag die beiden ersten Premium-Spazierwanderwege im Landkreis Tübingen eröffnet und zugleich wandernd eingeweiht. Mit dem Wurmlinger Kapellenwegle und dem Hirschauer Spitzbergwegle, beide im Raum Hirschau-Wurmlingen, gehen zwei zertifizierte Genusswanderwege an den Start. Sie sollen künftig unter der Marke Früchte drauf beworben werden. Deutlich länger sind die Premium-Wanderwege am Früchte drauf. Die Firstwaldrunde und der schon länger bestehende Dreifürstensteig, beide im Raum Mössingen.